Der Echo oder wie Helene Fischer ihn nennt, die Türstopper. Der Echo ist beliebtes Mobbing-Opfer, wie hier beim Konkurrenzpreis 1 Live Krone. Mittelfinger hoch, wenn ihr bereit seid. Keiner braucht den Echo mehr, solange dieser Preis bleibt. Das Einzigartige am Echo, er versucht auf die Kritik irgendwie einzugehen und macht es dabei alles noch viel schlimmer. Also wie der Typ in der Schule, der wegen seiner hässlichen Hose gemobbt wird und als Reaktion darauf am nächsten Tag ganz ohne Hose kommt. Dazu dann Skandale wie um die Band Freiwild oder jetzt bei den Nominierten Farid Bang und Kollega. Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definiert als vom Auschwitz-Insassen. Ist das keinem vorher aufgefallen? Sind die Verantwortlichen absolut kritikresistent? Oder noch schlimmer, sind sie selber dran schuld? Jetzt. Die Themen Freiwild, Kollega und Körper definierter als vom Auschwitz-Insassen sind herausragende Gagvorlagen. Dennoch sind nach § 54 Humornivellierungsgesetz folgende Witze nicht zulässig. Mac Fittler. Führer war alles besser. Kollega ist so krass trainiert, der hat ein echt breites Hakenkreuz. Mit so einem Körper wird er bestimmt richtig angehimmlert. Und ich möchte diesen Witz bemängeln. Der ist nur göringfügig witzig. Wir bitten um Beachtung. Der Echo ist der Musikpreis, der jedes Jahr von der Deutschen Phonoakademie vergeben wird. Das ist gewissermaßen das PR- und Kulturorgan der deutschen Musikindustrie. Und außerdem ist der Echo das Lieblingsopfer von Pressekritik. Im Online-Portal der Süddeutschen Zeitung etwa reihen sich solche Schlagzeilen hintereinander. Die unendliche Wurstigkeit des deutschen Pop. Was läuft eigentlich schief beim Echo? Und traurige rückwärtsgewandte Veranstaltung. Wobei letztere auch die Schlagzeile für einen CSU-Parteitag gewesen sein könnte. Der Höhepunkt des schlechten Medienechos war der Skandal um die Band Freiwild. Denen wird Nähe zu politisch rechten Motiven vorgeworfen. Doch wegen ihrer Charterfolge wurden sie 2013 in der Kategorie Rock national nominiert. Zum Glück gab es keine Doppelnominierung gemeinsam mit der Kategorie Rock sozialistisch. Daraufhin haben sie dann Freiwild wieder entnominiert. Dieses ganze Hin und Her war extrem peinlich und hat eine ordentliche Delle im Image des Echos hinterlassen. Das war natürlich Kacke und deshalb haben die Verantwortlichen an allen möglichen Stellschrauben gedreht und aus Versehen einfach alles noch viel schlimmer gemacht. Weil auch dieses Jahr gibt es wieder Stress mit einer der Nominierungen. Damit der Echo nicht zum Integrationsbambi für Rechte wird, wurde ein Ethikbeirat gegründet. Der soll die Vereinbarkeit der Nominierungen und oder Zuerkennung von Preisvergaben im Rahmen des Echos mit grundlegenden gesellschaftlichen Normen gewährleisten. Ein Ethikbeirat in der deutschen Musikindustrie, das ist genauso glaubhaft wie ein Integrationsbeauftragter in der AfD und war auch genauso erfolgreich, nämlich gar nicht. Der Echo hat wieder einen Shitstorm, wegen dieser Textzeile aus dem Track 0815 von Farid Bang und Kollega. Mein Körper definiert als vom Auschwitz-Insassen. Tja, wie konnte das passieren? Hat der Ethikbeirat versagt? Wir haben in die Geschäftsordnung des Beirats reingeschaut und den fatalen Konzeptionsfehler gefunden. Der lautet, der Vorstand ruft den Echo-Beirat bei etwaigen Zweifelsfragen hinsichtlich der Nominierung oder der Wahl zur Erkennung von Preisen im Rahmen des Echos an. Um einen Shitstorm zu verhindern, ist diese Reihenfolge natürlich totaler Quatsch. Ethikbeirat? Aha. Wie lautet denn die Textzeile? Auschwitz. Und wann werden Sie die Nominierung bekannt? Ah ja, die sind schon draußen. Shitstorm? Wer hätte denn das gedacht? Wie, was soll ich da machen? Bin ich fucking Copperfield? Und auch die Echo-Jury hat keine gute Figur gemacht. Den Auschwitz-Rhyme haben nämlich nicht die Musikexperten aus dem Gremium entdeckt, sondern der Hinweis im Zusammenhang mit der Nominierung kam von den Redakteuren der Bild, die sich im Zuge ihrer Recherche für eine Serie mit der EP in der limitierten Steelbox beschäftigt haben. Und auf dieser EP war eben der Track mit der Auschwitz-Zeile drauf. Das unterstreicht jetzt nicht gerade die Kredibilität der selbsternannten Musikexperten des Echos, wenn die Bild besser Bescheid weiß als sie. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass Bild-Chefredakteur Digital Julian Reichelt deutschen Gangster-Rap hört. Hey yo, Mutterficker, es gibt Penis im Mund. Alter, wir ficken die Szene und die Szene nicht uns. Unglücklich wirkte auch die Nominierung von DJ Khaled in der Kategorie Bester Newcomer, denn der ist schon länger eine etablierte Größe. 2016 war er mit seinem Album Major Key schon auf Platz 1 in den USA. Außerdem hat er mit Rihanna und Justin Bieber zusammengearbeitet. Oder wie der Echo die beiden nennt, absolute Geheimtipps. Wieso bezeichnet der Echo jetzt DJ Khaled als Newcomer? Weil er erst letztes Jahr zum ersten Mal in den deutschen Charts aufgetaucht ist. Und daran richtet sich die Kategorie aus. Newcomer ergibt also nur Sinn, wenn man das Kleingedruckte kennt. Wenn man es nicht kennt, dann beschädigt sowas nur den Ruf des Echos als Musikinstanz. Dabei sollte die Musikexpertise der Jury doch dieses Jahr das Hauptargument gegen die »Das ist doch alles nur Kommerzquengler« sein. Denn das Vergabesystem mit der Jury sollte die Auszeichnung eigentlich aufwerten. Die beliebteste Kritik am Echo bleibt, das ist doch alles nur eine Show des kapitalistischen Plattenlabelsystems, das seine unterwürfigen Lieblingskünstler mit funkelnden Trophäen belohnen will. Oder wie der Echo es selbst formuliert,
Manch einer nennt es Kommerz, wir nennen es Erfolg. Und wir finden, Musiker sollten für ihren Erfolg belohnt werden. Richtig, denn die beste Belohnung für Erfolg ist nun mal Erfolg. Und Noten. Damit bei all dem Erfolg allerdings auch die künstlerische Note nicht untergeht, hat man für die Preisvergabe ein einzigartig kompliziertes Mischsystem gefunden. Gott sei Dank haben wir dafür einen Experten, der uns das erklärt. Die Echo-Gewinner werden in einem Drei-Phasen-System bestimmt. Zunächst wird über die Kategorie eine Grundauswahl getroffen, welcher Künstler denn überhaupt in Frage kommt. Dann geht's richtig los. Die erfolgreichsten Künstler werden von der Deutschen Gesellschaft für Konsumforschung ermittelt und nominiert. Für die Chartplatzierung gibt es sogenannte Chartspunkte. Und dann darf die Jury nochmal über die Nominierten abstimmen. Die Stimmen aus beiden Kategorien werden in einen prozentualen Wert umgerechnet und addiert. Und wer am Ende am meisten Prozentpunkte hat, der gewinnt den Echo. Dieses Mischsystem soll jetzt das Gegenargument zum Kommerzvorwurf sein. Kann man aber nur so halb gelten lassen. Denn neben ehemaligen Preisträgern besteht die Jury hauptsächlich aus Händlern, Verlegern, Veranstaltern oder Mitarbeitern der Musikindustrie. Also genau die Leute, die durchaus ein Interesse am kommerziellen Erfolg der Künstler haben. War das Ganze jetzt für nichts? Um zu Freiwill zurückzukommen, die wurden zwar 2013 von der Nominierungsliste geschmissen, waren aber wegen ihrer Charterfolge im darauffolgenden Jahr schon wieder nominiert und haben 2016 dann sogar gewonnen. Das hat den Echomachern etwas aufgezeigt. Egal, ob sie jetzt Freiwill als problematische Band verstehen oder nicht, sie haben keine wirkliche Kontrolle darüber, wer den Preis gewinnt. Mit der Jury und dem Ethikbeirat können sie jetzt die schlimmsten Shitstorm-Gefahren für den Echo ausschalten. Naja, zumindest fast alle. Mittelfinger hoch, wenn ihr bereit seid. Keiner braucht den Echo mehr, solange dieser Preis bleibt. Und der Echo geht an den Assi. Jawohl, geil, vielen Dank. Ich möchte danken. Danke an der Ecke. Der Heidrun von meiner Stammkneipe. Und dem Valulis seine Videos. Die habe ich sogar abonniert. Mach du das doch auch. Vielleicht stehst du da irgendwann hier, ja?